Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Extinction Server mit mir, dem Arne und dem Tom. Dach. Hi. Dach? Dach. Dach, okay, cool. Und zwar, ich habe keinen Plan mehr, welche Folge. Ich habe aufgehört zu zählen. Aber nach dem krassen Raid, den ihr in der letzten Folge gesehen habt, sind wir ja hier gestrandet auf diesem kleinen Ding, was sich jetzt zu einer, naja, nicht allzu schlechten Base entwickelt hat, würde ich sagen. Die kann ich euch jetzt einfach erstmal kurz zeigen. So, hier Innenraum, Tech Replicator, bla bla bla, Tech Schild, ein Haufen Turrets natürlich. Muss ja, da oben ist, glaube ich, bist du das oder ist das wieder der Feindliche? Nein, das bin ich. Okay, weil hier oben war gerade so ein Typ, der wollte unsere Dinos immer mit Dings wegsnipen. Mit Feuer Dings das. Der Ahatra, den habe ich aber gerade eben getötet. Dann, ihr habt es jetzt schon gesehen. Ich meine, der ist auch schwer zu übersehen. Wir haben einen Wüstentitan. Den haben Tom und Frodo, Froh, Ich glaube. und Valentin, nur gezähmt. Genau, die zwei neuen Teammates, die im Dings dabei waren. Die haben dieses mächtige Geschöpf hier jetzt gezähmt für uns. Jetzt haben wir einen Alpha Desert Titan. Ist schmackig, sage ich mal. Kann man sich auf jeden Fall geben mit 250.000 Leben. Und ja, jetzt können wir auch auf Raids gehen, theoretisch. Aber jetzt erstmal nicht. Zumindest nicht in der Folge, hatte ich jetzt nicht vor. Aber ja, jetzt haben wir auch endlich mal einen Titan in Survival, Leute. Davor hatte ich euch sie ja nur im Dings-Video gezeigt. Info-Video und so. Und da habe ich mir sie theoretischerweise, wie man wahrscheinlich sich denken kann, ercheatet. Sonst hätte das Video ein bisschen zu viel Aufwand und Länge gehabt. Aber ja, jetzt haben wir eben das fette Ding hier. Ich finde, der sieht sogar vom Gesicht her fast am coolsten aus von den Titans. Finde ich. Am Wenn coolsten ich mal finde ich kurz was natürlich den sagen Desert dürfte, Titan. den haben wir jetzt nur gezähmt, also nicht im Video, weil erstens Tim nicht da war Ja. und wir die Vermutung hatten, weil die Tribes, die uns geradet haben, hatten wieder halt alle zwei, also waren wieder mit zwei Titans wieder unterwegs und die waren schon mal irgendwie vor unserer Base, haben halt gespottet, ob wir da halt hochkommen und dann haben wir gesagt, so jetzt kommen das schnell den Wüsten-Titans, den haben wir jetzt wenigstens irgendwas in der Hand und Jo. dann haben wir den schnell gezähmt, dann kamen die mit ihrem Forest-Titan halt an. Wollen uns hindern. Dann haben wir den gekillt mit Fenail am Ende. Wir haben ungefähr 95% Schaden gemacht. Den hat Fenail gefinisht mit dem Velo. Ja, und dann hatten wir den hier. Den kleinen Ja. Süßen. Und ihr wisst ja, falls ihr nicht wisst, was der könnt, dann solltet ihr euch mein Infovideo reinziehen. Dann wisst ihr auch, was der kann. Aber ja, den süßen kleinen Gesellen haben wir. Ach, den durften wir ja noch benennen, Arne. Der braucht einen geilen Namen. Was der könnt. Was der könnt, ja. Was der könnt. Ich kann kein gut Guter Deutsch, Schwede. deswegen. Wie sollen wir den nennen? Knut. Knut. Nein, wir sind nicht Beam. Mann, warum kennt ihr denn jeder? Ich mag den Namen aber Ich guck gerne. den nicht. Ich habe halt Du hast gerade Werbung gemacht, alle, nicht ich. Du hast die Werbung gemacht. Ahne. Was ist Serverbann. das denn? Was habe ich gemacht? Also, Werbung, ja. Nee, ich habe nur gesagt, dass wir den nicht so nennen wie der. Ich habe hier keine Werbung gemacht. Also, es gibt so ganz typische Namen, die einem dazu immer einfallen. Zum Beispiel Leviathan oder sowas. Aber das ist kein richtiger Nennen Name. wir ihn. Nennen wir ihn Aber wir sind doch Thomas. nicht im Monster Underworld hier. Thomas, bitte. Thomas, Alter. What? Stimmt, wir können ihn nach einem Monster aus Monster Hunter World benennen. Oder aus Monster Hunter Okay, insgesamt. dann ist er männlich oder weiblich? Ich glaube, die haben gar kein Geschlecht. Die haben keine Geschlechter. Nee. Verdammt. Hättest Dann du ihn nenn sonst ihn doch. Rathalos oder Ratian genannt? Ja, ich auch, aber dafür braucht man halt Geschlechterunterteilung. Dann nenn ihn doch Pugel Pugel. Nein, Alter, das passt nicht. Wir brauchen irgendwas Großes Fliegendes. Ich google nach großen fliegenden Okay. Monster Hunter Monstern. Alter, okay, ich hab hier ein Viech gefunden. Von Monster Hunter. Was denn? Taratones. Das ist auch so ein riesiges Sandmanta-Ding mit so zwei Flügeln. Das passt. Ich füge euch hier mal ein Bild ein, Leute, dann wisst ihr, welches Monster das ist. So, das ist jetzt Teratonis.
Ben, schreib's richtig. Was? Tom, du bist doch übrigens auch Admin im Tribe. Danke sehr. Na, ich war mal Anführer, also das ist nicht so neu. Haben wir irgendwo trinken? Ich hab Durst. Ich hab noch eine Wasserfläschchen für dich, du darfst aus meinem. Oh, geil. Ja, ist denn hier online? Ich sehe Lenny gar nicht. Also vorhin schon da vor mir. Ach ja, Leute, warum, falls ihr euch fragt, warum die über Lenny reden, Lenny wurde eigentlich vom Server gebannt, weil er ja schon, wie ihr wahrscheinlich in den ganzen anderen Videos gesehen habt, gegen viele Serverregeln verstoßen hat. Deswegen, ja. Lenny steht hier gerade sogar rum. Ach, Lenny kann sich bewegen, Leute. Lenny läuft hier rum. Was tut er? Der springt von der Klippe. Was? Na gut. Und ist Lenny von der Klippe gesprungen? Ja, er ist von unserer Base runtergesprungen. Geil. Na gut, nachdem wir jetzt uns den Desert Titan bewundert haben, ist es Zeit für zwei neue Sachen. Und zwar hatten wir noch zwei Mechs übrig und hier den Enforcer. Den kann ich auch mal platzieren, weil den hatten wir noch da so rumstehen. Den tue ich jetzt einmal mal hier hin. Und natürlich zwei Mechs, dass wir jetzt auch mal die Mechs hier anschaffen. So. Erster Mech, Level 51 sind die halt jetzt nur, weil das sind die, die man sich einfach aus dem Tech Replicator craften kann. Ist doch nice. Ist noch am Leben? Ja, übrigens, nein, der ist glaube ich gestorben. Weiß ich nicht. Übrigens, die DSB Links für uns der wollen sich heute in den Forest Titans sehen, also wir müssen ein bisschen auf. Okay, so dann haben wir einmal den ersten Mech, der ist grün. Nee, Lenny lebt noch. Dann haben wir den zweiten Mech, der ist schwarz-rot, Alter, der sieht nice aus. Ist Lenny gerade gestorben? Den will ich haben. Den benenne ich um. Ey, yo. Den nenne ich. Ach ja, ich weiß ja noch. Nein, Grimlock hieß schon genannt. Ja, Grimlock ist ja auch ein Dino. Ja, stimmt. Ein guter Transformer-Name. Prime? Ach, Megatron hieß der Typ. Ja, aber. Nee, Megatron braucht eigentlich der Super Meg, weil Megatron war schon ein kranker Dude. Ja, Megatron ist schon ziemlich krank, also. Die haben wieder Bärenfallen platziert. Oder. Da ist jetzt Starscream. Das war ich. Achso. Starscream? Ja, weil Starscream ist zwar gut, aber er ist nicht so ultra krass. So, dann tue ich dem auch noch ein bisschen Element rein. Haben jetzt beide ein bisschen Element drin. Jetzt haben wir auch Max und ich habe sogar Aufsätze für Max. Also ich könnte dem theoretisch jetzt die Kanone draufhauen. Mann, ich bin in beide reingelaufen. Muss ich beide abreißen. Dann gibt es hier die Kanone, die ich aktivieren kann. Wir haben sogar Munition für die, aber halt nicht so viel. Ja, ist ganz nice. Jetzt haben wir dann auch Max, mit denen wir was machen können. Sind halt nicht so high level. Wie viel Leben haben die? 23.000. Naja. Geht besser. Was? Was tust du da? Ach, jetzt ist Lenny tot. Wurde von einem Forcer getötet. Was machst du? Ich finde eigentlich die First-Person-Ansicht vom Mech eigentlich recht gut. Sogar manchmal lustiger so zu spielen als Third-Person. So, okay, bitte, Erklärregel, neu. So, also, wir haben es jetzt gesagt, dass bis Allianzen aktiviert sind, was nicht mehr lange dauern sollte, und ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr das Video schon seht, ob die schon aktiviert sind. Bis die aktiviert sind, darf man, wenn man geradet wird, Anzahl an Raidenden -2 zur Hilfe holen. Das heißt, wenn man jetzt alleine ist und von 2 angegriffen wird, darf man niemanden zur Hilfe holen. Aber wenn man jetzt von 3 angegriffen wird, darf man sich einen zur Hilfe holen. Und es sei denn, man wird zu 100% zerstört, dann darf man sich viel Hilfe holen, wie man will. Und wenn es Allianzen gibt, darf man sich innerhalb der Allianz unendlich Hilfe holen, quasi. Und falls man von einem Titan angegriffen wird, darf man sich auch unendlich Hilfe holen. Stimmt. Weil Titans sind halt schon krass. Es kommt halt dann auch immer drauf an, wer einem helfen will. Also uns wird wahrscheinlich niemand helfen, uns werden nur alle raiden. Aber so, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, wenn ihr auf dem Server spielt, ob ihr Freunde habt, die nicht in eurem Tribe sind. Deswegen... Ja. Kurze Regel, spontan seit heute entstanden. Starscream. Schon ein epischer Name. Wir brauchen noch einen Namen für den Grünen.
Es gab doch auch so einen grünen Transformer von dem vom vierten Teil. Starscream war nicht rot. Starscream war ein Jet. Ja, ist mir doch egal, Alter. Starscream war silber. Es ist nicht mal silber, was er ist. Ich weiß. Der ist schwarz-rot, aber es gibt. Aber so? Es gibt, glaube ich, keinen schwarz-roten Transformer. Doch. Wen? So. Hä? Das ist ein Auto da. Das ist ein Auto da, genau. Sportwagen. Ah, danke, jetzt weiß ich Bescheid. Die sind ja nur alle irgendwelche coolen Sportwagen. Ach, du meinst den Sportwagen? Ah, okay. Ich guck mal ganz hoch, Royal Transformer. Ja. Warte mal. Wer war nochmal Lockdown? Lockdown war der, der so ein Snipergewehr aus seiner Fresse Lockdown machen konnte, oder? War Knarrenfresse. Ja, genau. Kann ich mir immer super merken. Lockdown gleich also. Knarrenfresse. Okay, das ist schon mal nicht das. Ich habe für den grünen Mac eine bessere Idee. Leute, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt sie in die Kommentare, wie dieser grüne Mac heißen soll. Sucht euch am besten einen Transformer-Name aus, weil die passen. Ansonsten schreibt gute passende Namen. Aber für den schwarzen brauchen wir einen coolen Namen, der auch dazu passt, den wir uns aussuchen. Der Enforcer braucht auch einen Namen, die haben zu blöde Namen. Der, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Shockwave, Soundwave, eins von beiden. Ja, Shockwave ist der mit dem Bohrer und Soundwave ist dieser... Mit dem Wurm. Ja, das ist Shockwave, glaube ich. Und Soundwave war dieser kleinere. Das ist meine Shockscar. Shockscar, da. Okay, dann heißt der Shockwave. Der Shockwave hat ein rotes Auge, der hat zwar kein rotes Auge, aber der hat rote Farbe. Deswegen. Und Shockwave ist eh episch. Aber ich will Shockwave. Was? Aber ich Shockwave immer mein Lieblingstransformer. Ja, dann lass den Starscream oder beziehungsweise ich craft ihm einfach noch einen Mech und dann. Boom, dann haben wir alle drei einen. Ist das eine Idee? Mhm. Okay. Dann mal gucken, was meiner für eine Farbe bekommt. Ah, das ist jetzt einfach der Grüne. Das ist jetzt so entschieden. Ich mag grün. Anne, du fährst gleich runter. Anne? Ja, was? Du fährst gleich runter. Oh, meiner ist komplett rot, Alter. Nice, rot ist meine Lieblingsfarbe. Der sieht auch irgendwie cool aus. Ja. Es gibt aber leider keinen. Oder doch, es gibt bestimmt Transformers, die komplett rot sind. Ich muss wieder googeln, Leute. Ihr habt Standbild. Demolisher ist komplett rot. Demolisher? Ja, das ist dieser eine, der so mit zwei Rädern die ganze Zeit so einen Herdrip. Ein Kran, glaube ich, gewesen. Demolisher? War eigentlich ziemlich. Ach, der, nervig. Stimmt. Ja, der ganz fette da. Ja, der sich aus dem Kran. Leute, ihr habt hier nochmal ein Bild. Natürlich. Sonst wissen die Leute ja nicht, was abgehen. Anne, wie nennst du deinen? Stimmt, dann dürft ihr euch doch nichts mehr aussuchen, Leute, wenn das jetzt Arnes ist. Ich muss ganz kurz nachgucken. Ihr dürft euch doch nichts mehr aussuchen. Ihr habt safe nämlich voll die guten Namen rausgefunden. Jetzt auch nicht mehr. So, wahrscheinlich der eine googelt nach beste Transformer-Namen der Welt, der andere holt sich so einen Name-Generator, ne, der programmiert selbst einen für Transformer-Namen. Nee, der Nanning Cross erst, der ist am nicesten. Ja, ich werde im Mantel von ihm cool. Gut, dann haben wir jetzt alle schön Transformers. Jetzt oder du nennst ihn Sabine. Oh, das ist schon episch. Jetzt mal, da wir ein bisschen mehr Zeit haben, einen roten Job suchen gehen und den dann machen mit unseren Max und dem Titan. Also, ne, Teil würde ich nicht unbedingt benutzen, weil wir werden immer ausgespielt, weil man kann ja auf der Karte sehen und dann wird direkt wieder unsere Base angegriffen oder Teil wird angegriffen. Abgesehen davon, wenn der Titan einmal den Drop beißt oder ein paar Mal, dann, ja nicht so und nice. Da kann man den Flock drauf schicken, das ist nicht das Problem. Also ja, ich würde jetzt schnell mal kurz auf Klo gehen und mit meinem Hund laufen und dann könnt ihr in der Zeit einen Drop suchen und dann kriegt ihr da. Okay. Das hört sich jetzt ziemlich dumm an, wahrscheinlich ist auch ein Video drin, Leute. Ja, ist es, das lasse ich drin, natürlich. Leute, wir haben gerade, beziehungsweise Tom hat gerade ein mindblown Idea gehabt, und zwar wegen den Namen. Ja, ich habe die Aufnahme dafür extra angemacht, und zwar unsere Max, die nennen wir nicht nach Transformers. Erzähl es. Also Leute, also so in den Game-Files heißt Titania Kaijus. So, und was ist Anti von Kaijus? Richtig Pacific Rim Roboter. Jäger also, heißen die. Ja, nochmal deutlich.
Du unprofessionelles Schwein. Geh weg. Und deswegen werden wir unsere Dings jetzt nach Jägern benennen aus dem Pacific Rim Film. Ich hoffe, ihr habt die alle geguckt. Wenn nicht, dann guckt sie euch an. Der zweite ist jetzt Spoiler. Nicht ganz so überragend, aber der erste ist schon ziemlich nice. Deswegen zieht sie euch einfach rein. Ja. Welche Farbe soll Supporter haben? Nein, geh weg. Keine Ahnung. Ach, übrigens, Leute, Arnold okay. Steht gerade eine neue Klasse. Aber gut, dann, Tom, wie willst du deinen Tom, nennen, du Tom? Darfst, Tom, du darfst jetzt sagen, welche Rolle, welche Farbe Supporter haben. Pink. Alles klar. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Gut, dann Leute, das können wir auch noch hier in dem Dings sagen. Und zwar auf Discord haben wir jetzt eine neue Rolle. Oh, ich habe gerade eine Fruchtfliege auf meinem Arm zerquetscht. Weg mit dir. So, wir haben auf Discord gerade eine neue Rolle erstellt, und zwar Supporter. Das ist jemand, der zum Beispiel Leuten, die unwissend sind, Regeln erklärt oder so. Und Tom ist halt jetzt hier, hat sich als erstes gemeldet, nachdem er es auch vorgeschlagen hat. Deswegen ist er Supporter. Also falls ihr Fragen habt, dann auch gerne Tom fragen. Ja. Jo, ich bin immer reich bei Mädels. Ja, weil Tom ist so sein ganzes Leben online ungefähr. Ja. Deswegen. Keine Hobbys. Ich suche mal kurz ein paar Namen raus. Alter, ich kenne ein paar Namen. Was willst du denn? Pacific Tim, Alter. Aber es gibt halt die ganz typischen. Gypsy Danger ist halt am allerkrassesten. Dann kann man Striker Eureka, das ist der krasse mit den Kanonen in der Brust. Ja, natürlich, Alter. Dann gibt's, okay, doch nicht. Ich weiß doch nicht mehr so viele. Ich weiß die ganzen Kaiju-Namen, weil Kaijus sind einfach cooler als Jäger. Aber Striker Eureka auf jeden Fall, der ist schon ziemlich nice. Den könntest du deinen so nennen, weil deiner sieht mehr aus wie Striker Eureka von der Farbe her. Warte. Dann gibt's die Russen. Ich habe aber gerade vergessen, wie der heißt, dieser Fette. Also, ich sage jetzt mal alle Namen auf. So, darauf kann man ja den coolsten aussuchen. Weil, wie sie aussieht, weiß man nicht. Ich füge das Yukon, dann natürlich ein. Coyote Tango, Horizon Brave, Romeo Blue. Ach, von den neuen. Cherno Alpha. Cherno Alpha, so nenne ich meinen, der ist cool. Ja, Cherno Alpha ist der russische, der fette. Ja. Den füge ich euch jetzt hier ein, Leute. Könnt ihr euch gerne angucken. Cherno Alpha ist meiner. Saved. Diablo Intercept, Solar Prophet. Aber es sind, die du jetzt vorliest, das sind welche, die nicht in den Filmen vorkommen. Ja, scheißegal. Das ist blöd. Puma Real, Eden Assassin, Gypsy Danger, Gypsy. Matador Fury, Shaolin Rogue, wie soll man die aussprechen? Englisch-Experte. Vulkan Spectre, Chrome Brutus, Crimson Typhon, Hydra. Crimson Typhoon, ja, der ist eigentlich auch ganz. So kann ich meinen, denn Crimson Typhoon ist rot. Also ich bin jetzt Crimson Typhoon, dem wird zwar der Kopf abgerissen, Hydra, aber egal. Corinthian, Nova Hyperion, Echo Saber, Echo Saber. Mammut, Typhoon so. Auf Hostel, Striker Eureka, Gypsy Avenger, Titan Redeemer, Guardian Bravo, November Ajax, Saber Athena, Lucky Seven, Victory Alpha, Tango Tasmania. Alter. Also meiner ist Crimson Typhoon, weil Crimson Typhoon hat eigentlich drei Arme, deswegen kann ich mir die Kanone auf dem Rücken machen, ja, dann sieht das aus wie ein dritter Arm. Von drei gesteuert, von Drilling, glaube ich, ja, war ja. Das, ne? Ja, das waren Drillinge. Und meiner ist rot, deswegen passt es. Crimson Typhoon ist zwar eigentlich nicht so ein toller Favorite von mir, weil der so schnell stirbt, aber der stirbt wenigstens, der verliert gegen meinen Lieblings-Kaiju, deswegen passt es. Wie hieß denn der jetzt? Bin ich dumm? Otachi. Der Fliegende. Der Säure spucken kann. Der ist auch mein Lieblings, weil er den Dude noch auffrisst, wo er ihn Messer ins Nase reinrammt. Ja. Das ist das Baby von dem sogar, also das ist schon, stimmt. Das ist noch epischer. Selbst das Baby Alter, von dem. Alter, meiner ist ein richtiger Buckethead. Ja, ach nee. So, Arne, und du brauchst einen Namen für deinen. Einen grünen. Ja, ich bin gerade noch am Kanäle und rollen. Davon gibt's Kostüme für Halloween. Echt jetzt? Ja, guck oh mal. Also warte mal, Leute. Ich mache euch hier einmal, da, das ist meiner, da habt ihr ein Bild jetzt daneben. So sieht der eigentlich im Film aus. Und jetzt mal neben Toms, warte. Genau, so sieht Toms im Film aus. Und jetzt darfst du so ein Depri mit einem Eimer auf dem Kopf. Und jetzt brauchen wir noch einen Namen für Arnes. Ich google mal weiter. 172er Text. Alter. Wir brauchen einen komplett. Wir brauchen einen schwarz-orangenen Mac, den müssen wir bitte Obsidian Fury nennen. Ich kill den Rex. Scheiß auf den. Obsidian. Was? Einen schwarz-orangen, weil Obsidian Fury ist der mit Abstand geilste Jäger, den es gibt. Welcher ist das? Hier steht. Das ist der. Was? Chano Alpha? Was?
Das ist meiner. Na, der ist doch so. Ja. Du könntest den auch so nennen. Das ist der neue aus dem zweiten Teil. Hast du den geguckt? Ja, Obsidian Fury ist halt krass. Das könnt ihr euch mal bitte mit den drei Viechern da tippen? Da zum Teleporter daneben den Wüstenbio. Können wir es mal versuchen. Ja, aber warte kurz. Du könntest deinen statt Channel Alpha Obsidian Fury nennen, weil Obsidian Fury ist ein Jäger mit Kaiju-Gehirn. Also der wird nicht von einem Menschen, sondern von einem Kaiju gesteuert. Und der hat zwei Kettensägenschwerter an beiden Seiten und ist einfach mega krass. Der hat so Klingen an den Armen wie Batman und ist einfach mega nice. Und der kann Laser aus seiner Brust schießen. Der nennt ihn so. Teleportieren. Ja, mach ich gleich, ja. Aber ich bitte meinen auch mit mein Mac. Ja. Warte, dann bin ich. Obsidian Fury? Wie ist er noch? Ja, Obsidian Fury. Meiner bleibt jetzt einfach, bis ich mal Crosshairs. So, warte, jetzt mache ich noch kurz. Hier, Leute, so sieht Toms jetzt eigentlich im Film aus. So, ziemlich nice. Gut, jetzt gehen wir mal ins Gefecht. Mit unseren coolen zwei Jägern und einem Transformer. So, okay, Leute, dann jetzt noch für diese Folge, die wahrscheinlich extra lang wird. Aber egal, wir machen jetzt einen Drop. Einen blauen mit unseren neuen Max. Die müssen natürlich gezeigt und getestet werden. Und damit sie nicht verrecken, jetzt den blauen Drop. Wir wollten eigentlich einen roten machen, aber der ist schon wieder weg. Deswegen, ja. Ein blauer wird's auch tun. Kann man eigentlich Max in Kryos reinpacken? Ja, kann man. Junge, ich nehme mit euch allen auf. Wir müssen aufpassen, dass unser Max das Element nicht ausgeht. Alter, okay, der macht 712 Schaden bei Corrupted Viechern. Ich weiß. Kann man die leveln? Nein, leider nicht. Das ist das Blöde an denen. Ja, Crimson Typhoon Level 51 Mac killed 8 Gasbags. Ja. Alter, also der Bro macht gut Schaden, den ich hier habe. Ja, die machen auch ziemlich gut Schaden. Ich überlege gerade die ganze Zeit einen Namen für deinen. Von denen, die ich noch kenne. Aus dem zweiten kenne ich ja die ganzen Namen von denen kaum. Von den Jägern. Aus dem ersten. Eher weniger. Ja, da gibt's Leute, nicht so. I believe I can fly. You must aufpassen, dass du not überhitzt. Because then it can come to fail functions. Ich habe 83%, es geht noch. Aber der macht auch allgemein, also meiner macht allgemein, deswegen, ich glaube nicht, dass der mehr Schaden gegen Corrupted Viecher macht. Sollten sie eigentlich. Ja, aber ich mach so viel Schaden, wie ich sonst auch mache. Dann ist es aber trotzdem guter Schaden. Ja. Schön das Schild kaputt hauen, oder? Ja, so muss das. Jetzt wird sich hier ein paar abgeballert bekommen, oder was? Hä? Was? Also Corrupted mache ich 712 und ich teste es erstmal aus. Ach, die verbrauchen für 100% Treibstoff ein Element. Das ist ja eigentlich recht billig sogar. Nee, also macht keinen doppelten Schaden oder so. Okay, aber trotzdem, sie machen gut Schaden. Aber okay. Ich glaube, sie verbrauchen nur Treibstoff, wenn sie schießen, kann das sein? Ja, also fürs Schlagen und Gehen verbraucht man keinen Treibstoff, nur für Schießen, Fliegen und sonstige Sachen. Ja, denn das ist ja mega billig eigentlich. Ja, ist es auch. Denn soll eigentlich nicht so viel schießen. Ja. Ist dann eigentlich ein grundsolides Vieh denn? Ist eigentlich, weiß ich nicht, mit gut Leben, macht einen guten Schaden. Ja. Das ist eigentlich voll solide, das Ding. Ist halt, kostet nichts, hat gut Stamina eigentlich. Ist eigentlich richtig nice. Theoretisch könnten wir auch einfach, wenn wir noch einen vierten Mech uns jetzt machen, dem einfach dieses Schildding ausrüsten und wenn das Schild von dem roten Drop, wenn wir einen machen, wenn kaputt geht, das Schild von dem dann benutzen. Mhm. Alter, blöder Petri. Stirb. Die machen übel gut Schaden. Und der ist gar nicht mal so langsam jetzt. Ja. Und ich glaube, dieser Boost, ja, dieser Boost benutzt, also wenn du so fliegst, das braucht auch. Alter, aber die sind schon nice. Coole ja, Tools. Die sind schon ziemlich nice. Hätten wir uns wirklich schon früher holen sollen. Aber jetzt haben wir sie, Leute. Ich glaube, es ist auch erstmal genug gegoogelt für diese Folge. Das heißt, falls uns spontan ein Name für Arnes einfällt, dann werden das so. Google hat Werbung nötig. Nein, Google hat keine Werbung nötig. Google kann für uns mal Werbung machen. Ja, mich auch für. Genau. Ah, Leute, auch immer schön das Instagram auschecken bei den beiden. Ja, natürlich. Hört auf Onkel Tom.
Das letzte Mal, was war das letzte, der letzte Post? Ich habe keinen Plan. Also die sind sehr aktiv auf Instagram, also folgen ja. Natürlich. Deshalb, take in the best content. Natürlich, Spiel, Leute. Keiner verstehen. Ja. Das war, glaube ich, besser so, ne, Tim? Ja, eigentlich schon. Aber wie findest du den Russen, den ich geschickt habe? Der ist nice, ne? Was? Den Russen, den ich geschickt habe. Ach, ja, der Russe, der ist nice. Leute, falls ihr nicht wisst, welchen Russen wir meinen, dann werdet ihr es auch nie erfahren. Super, so muss das. Außer natürlich, ich nehme mir mal ein, irgendwie vielleicht 20 Sekunden meiner Lebenszeit und poste mal wieder was auf unserem Instagram-Kanal. Dann könnte es sein, dass dieses Video darunter fällt. Also ich muss kurz was verstehen, ich habe gerade, du hast gerade das K bei mir komplett verschlungen. Auf unserem Instagram-Kanal. Ja, das, ja, da kann ich natürlich auch mal wieder was posten, da hast du recht. Habe ich auch lang nichts mehr gemacht. Auf Instagram-Kanal? Ja, auf unserem Instagram-Kanal. Wie viel Leben hat der Drop noch? Wie viel Schaden? Ja, 6000 hat der noch. Wir dürfen die Dinos einfach nicht da dran lassen. Stirb, ja, Petri. Tu ich ja nicht. Ich bin hier der Support. Ja, schön lügen. Supporter. Hast du? Checkst du den Rang? Ja, ha. Oh, ich bin so lustig heute. Alter, Tim. Was? Stellst dich einfach in den Weg von allen meinen Schüssen. Ja, dann. Tim, dann verteidige eine andere Seite. Du alte Hundelunge. Eine Hundelunge sogar. Ja, das im Norddeutschland, das ist so ein Begriff. Da begrüßt man sie mit Hundelunge. What? Also nicht jeder jetzt, aber so die alten Menschen machen das gegen. Also ich kenne Hundelunge mehr so, wenn Hunde mit Rauchern zusammenleben, dass dann deren Lunge komplett schwarz ist. Die armen das Hunde, das haben die nicht verdient. Also ich weiß, dass von einem guten Freund von mir, sein Vater hat, nennt seinen Bruder gegen dich mal alte Hundelunge. Ich weiß nicht, ich... Das Vieh braucht Ausdauer. Warum brauchen eigentlich so mechanische Dinge eigentlich auch? Ich hab keinen Plan. Also bei den Forstern, die sind ja noch so eher so ein Cyborg-mäßig, aber Max sind halt wirklich komplett mechanisch, so wie es aussieht, weil die musst du ja sogar steuern. Da wär's ist wirklich unnötig, dass die Ausdauer haben. Ja. Nicht mal ein Titan hat Ausdauer. Echt? Also ja, er hat einen Wert, aber da geht nie was runter. Weil man die halt auch nicht leveln kann. Max, nehmt euch mal ein Vorbild daran. So. Och Junge, da ist doch wieder so ein Stego auf dem Weg, Junge. Ich mach was. Kann man die ja nicht... Ich kann nicht. Das ist schade, die Max können die Leichen nicht abbauen, sonst würden wir hier mit denen auch noch mal ein bisschen Corrupted Modules bekommen. Entschuldigung, ich meine natürlich, wie heißt es nochmal? Beschädigte Knötchen. Naja, also man einfach sagen, also kann nur eine 500 Schaden macht. Max machen einen grundsoliden Mindrock jetzt auf mich. Ja, sind ja auch nice. Es hat noch Hälfte Leben, ne Jungs? Es verbleibt noch ein Ziel, da vorne ist es bestimmt. Wo vorne? Dieser kleine Dilo da. Ist jetzt? Jetzt geht's weiter? Weiß ich nicht. Feinde nähern sich, ja. Ich hab's gewusst. Die alte Hundelunge war's. Oh, mein Mac hat nur noch 14 Element. Meiner hat noch. Meine auch. Auch 14. Hä? Ich hab fast nichts gebracht. Warte. 3 mal 14? Ich hab Auto Repair an. 3? Schalte das aus. Auto Repair ausschalten. Was? Auto Repair? Ja, weil dann halt ich selber. Also, das ist so gesehen unsterblich, solange du. Dings, Leute, wir brauchen Scouts. Die können die reparieren. Sehr, sehr schnell. Ja, dann. Weil wenn man mit Scouts neben Max fährt, dann fahren die so kleine Ärmchen aus und fangen an denen rumzuhacken und stimmt, dann teleportieren. Dann heilen die den. Ja, das wäre doch dann eigentlich super krass, denn um mal irgendwen anzugreifen quasi. Denn Super Mac. Nimmt man einfach einen Titan zum Beispiel, also einen Desert Titan, und ein paar neben Max. Und dann stellen sich einfach Leute auf den Desert Titan drauf in irgendwelche Häuschen. Und Drohnen. Die ganze Zeit neben den Mächte her. Ja. Das hättest du nicht im Video sagen sollen, Arne, das war eine dumme Idee. Aber schneiden, hallo. Das habe ich wahrscheinlich bis dahin schon wieder vergessen und vergesst dann rauszuschneiden. Ist ja auch egal. Ich meine, jeder, der ein kleines bisschen drüber nachdenkt. Last Wave. Habe ich eine Peitsche mit zum Loot geiern? Ja, habe ich. Ja, ich auch.
Verdammt. Ah, ich teile mit dir Loot, wenn du Galaxy aufhältst. Wir teilen doch eh alle Loot, bist du dumm? Nein, nein. Oh, du Egoist. Ja. Bann. Ich bin Supporter, ja, ich reporte dich an, den, an die Admins. Oh, oh, jetzt habe ich Angst. Ja, soll das auch machen. Die Admins sind wie immer da jetzt. Ja. Die Admins? Ja, die Admins, so von Wii. Admins. Oh, geil. Lauf! Öffne dich! Sesam, öffne dich! Ich muss auch geiern! Los! Items geiern! Hallo? Gib mir die Items. Die wollen nicht. Die fliegen bei mir in der Luft rum. Bei mir verschwinden sie am Leck. Boden. Ja, leck. Leck. Cool. Definitiv. Lag auf unserem Gesinge. Ja, wahrscheinlich. Okay, Leute. Ark ist gerade abgekackt, der Server, warum auch immer. Deswegen haben wir den Drop jetzt doch nicht geschafft. Aber jetzt ist, glaube ich, zu dumm, den Drop nochmal zu machen. Wir haben ihn ja schon durchgespielt. Das ist ja das, was es sich für euch lohnt anzugucken. Wir haben euch die Max demonstriert. Und ja, dann hätte ich eigentlich auch gesagt, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte mal einen Daumen nach oben da. Abonniert uns. Teilt das Video mit euren Freunden, damit die krassen Max und den schönen Wüstentitan da drüben, den, wie hieß denn der jetzt noch gleich? Ich habe es gerade vergessen. Nein, Teratonus, bitte. Knut? Nein, nein, nicht Knut. Hör auf, Werbung zu machen. Tom, du bist... Das war aber... Alter, guck mal, wie episch wir hier stehen. Arne, du musst noch mit dem Rücken zu uns und dann musst du dein Schild aktivieren. Ich hab hier nochmal einen blauen Drop gefunden. So, Alter, das sieht mega episch aus. Okay, ja, Leute, dann hätte ich gesagt, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Tschüss. Letzte Worte von euch. Das war auch wieder Werbung, scheiße. Arne, deine letzten Worte. Was war das denn?